Die erste Apple Watch war tatsächlich rund. Das erste iPad hieß Newton und ist mittlerweile fast 30 Jahre alt. Und wusstet ihr, dass es auch mal eine Spielekonsole und eine Digitalkamera von Apple gab? In diesem Video schauen wir uns 5 Apple-Produkte an, die die Welt mittlerweile vergessen hat. Das erste berührungsempfindliche Apple-Tablet ist tatsächlich nicht das iPad, welches Steve Jobs 2010 vorstellte. Nee, das erste Tablet, wenn man so will, ist das bereits im August 1993 vorgestellte Newton Message Pad. Zum Verkaufsstart kostete der Newton hier stolze 700 US-Dollar, kam aber für die damalige Zeit mit fortschrittlicher Technik. Der 32-Bit-Prozessor ARM610 arbeitete mit einer Taktrate von 20 MHz mit 640 KB RAM. Und das schwarz-weiße LC-Display zeigte 336x240 Pixel. Der Newton hatte sogar einen Vorgänger des Apple Pencils, den sogenannten Stylus. Da gibt's auch eine ganz witzige Geschichte. Während der Präsentation des ersten iPhone, rund 14 Jahre nach dem Newton, machte sich Steve Jobs nämlich noch über den Stylus lustig. Who wants a stylus? You have to get them and put them away and you lose them. Yuck. Nobody wants a stylus. Ja, wie sich die Zeiten ändern, oder? Die spektakulärste Innovation aber war die Handschrifterkennung des Newton, wobei das natürlich jetzt überhaupt nicht mit der heutigen Handschrifterkennung vergleichbar ist. Theoretisch konnte man den Newton auf jeden Fall auch als elektronischen Notizblock einsetzen, aber das hat eher schlecht als recht funktioniert. Ein richtiger Erfolg war der Newton jetzt auf jeden Fall nicht so. Das hat auch einen Grund. Fragt man Apple heute nach Produkten, die in der Zukunft erscheinen könnten, bekommt man meist einen und denselben Satz zu hören. We don't talk about future products. Ja, dass das so ist, haben wir dem Newton zu verdanken, beziehungsweise dem damaligen Apple-CEO. Steve Jobs war ja nicht immer bei Apple, wisst ihr ja wahrscheinlich, und der damalige CEO John Sculley hatte bereits ein Jahr vor dem Produktstart ausführlich über die neue PDA-Technologie geredet. Seinen Worten zufolge sei die Handschrifterkennung nichts weniger als die Zukunft des Computings. Diese sei fast fehlerfrei. Ja, und das führte wiederum dazu, dass die Konkurrenz ähnliche Produkte fast zeitgleich entwickelt hatte. Apple stand daher unter Druck, den Newton eher zu früh veröffentlichen zu müssen, und am Ende kam halt ein unausgereiftes Produkt dabei heraus. In den ersten Monaten verkaufte Apple gerade mal 50.000 Stück. Als Steve Jobs dann Mitte der 90er dann zu Apple zurückkehrte, stellte er schließlich im Februar 1998 die Produktion des Newton endgültig ein. In Zusammenarbeit mit Kodak brachte Apple 1994 eine der ersten bezahlbaren Digitalkameras auf den Massenmarkt. Damals kostete die QuickTake, so hieß die Kamera, umgerechnet rund 750 Euro. Aus heutiger Sicht klingen die technischen Daten echt ziemlich schlecht. Bilder nahm die Kamera mit einer Auflösung von 640x480 Pixeln bei einer Farbtiefe von 24 Bit auf. Immerhin 8 Fotos ließen sich auf der QuickTake speichern. Eine Vorschau der Bilder gab es aber nicht, man musste diese zunächst einmal ziemlich umständlich auf dem Mac übertragen. Aber trotzdem, die QuickTake war einer der ersten wichtigen Schritte in Richtung Digitalisierung der Fotografie. Es gab sogar einen Nachfolger, die QuickTake 200 wurde in Kooperation mit Fujifilm entwickelt und erschien 2 Jahre später im Jahr 1996. Aber so richtig durchsetzen konnte auch die sich nicht. Der Mac ist ja bis heute nicht wirklich als Spielerechner zu gebrauchen. Trotzdem sind Spiele heutzutage bei Apple nicht wirklich wegzudenken. Mit Apple Arcade bietet das Unternehmen ja auch sein ganz eigenes Spiele-Abo an. Dabei hat Apple den Gaming-Ansatz schon viel, viel früher ausprobiert. 1995 brachte das Unternehmen eine stationäre Spielekonsole auf den Markt. Apple Pippin hieß die. Für rund 600 US-Dollar verkaufte Apple einen netzwerkfähigen und gleichzeitig preisgünstigen Computer, der aber überwiegend als Spielekonsole angesehen wurde. Die Vermarktung übernahm jedoch nicht Apple selbst, sondern Bandai, ein japanischer Spielzeughersteller. Pippin konnte sich nie gegen die Sony PlayStation oder den Sega Saturn behaupten, weshalb die Konsole nach lediglich 42.000 verkauften Einheiten bereits 1997 wieder vom Markt genommen wurde. Tja. Game over. Bevor es mit dem Video weitergeht, eine kurze Unterbrechung. Dieses Video ist nämlich gesponsert von NordVPN. NordVPN macht zum einen eure Internetverbindung durch Verschlüsselung abhörsicherer, gleichzeitig wird eure IP-Adresse ausgetauscht, ihr seid also immer anonym im Netz unterwegs. Ihr könnt bei jeder Verbindung ganz einfach über diese Leiste oder die Weltkarte hier neu entscheiden, aus welchem Land die IP-Adresse sein soll. Super praktisch, wenn zum Beispiel euer Videostreaming-Dienst eine Ländersperre integriert hat. NordVPN bietet für diesen Zweck über 5500 schnelle Server in 60 Ländern. Neu dazugekommen ist ein integrierter Bedrohungsschutz, der schützt euch vor Tracking und vielen Arten von Viren und Schadsoftware. Übrigens auch dann, wenn ihr gerade
nicht per VPN verbunden seid. Ihr könnt NordVPN auf 6 Geräten gleichzeitig nutzen, von PCs und Macs bis hin zu Smartphones. Wenn ihr über den Link in der Videobeschreibung oder mit dem Rabattcode TechnikLiebe ein 2-Jahres-Abo abschließt, bekommt ihr 73% Rabatt und zahlt rechnerisch inklusive Mehrwertsteuer nur 3,30 Euro pro Monat. Das ist doch nicht schlecht, oder? Jetzt geht's weiter mit dem Video, viel Spaß! Seit 2015 verkauft Apple ja die Apple Watch und seitdem hat sich das Design auch nicht wirklich viel geändert. An das quadratische Design der Uhr hat man sich ja mittlerweile gewöhnt, wobei sich manche Fans auch eine Apple Watch mit rundem Design wünschen. Dabei hat Apple eine solche runde Uhr bereits vor 20 Jahren herausgebracht. Nur war diese Apple Watch nicht besonders smart. Mehr als die Uhrzeit anzeigen war 1995 nicht möglich, selbst eine Datumsanzeige gab es nicht. Aber diese Uhr hieß tatsächlich auch schon Apple Watch. Also, was hat es mit dieser Uhr auf sich? Damals mussten Apple-Nutzer für macOS-Updates noch zahlen. Rund 135 US-Dollar sollte das Update kosten und um es den Kunden irgendwie ein bisschen schmackhafter zu machen, ließ sich Apple etwas Besonderes einfallen. Bei der Apple Watch von 1995 handelt es sich nämlich um ein Werbegeschenk im bunten Design und Apfellogo auf dem Ziffernblatt. Die Produktion dürfte Apple jetzt nicht in Unkosten gestürzt haben, aber heute hat die Uhr echt noch richtigen Sammlerwert. Der Großvater des HomePod hört auf den Namen iPod HiFi, ein portabler Lautsprecher, den Apple 2006 für rund 349 Euro verkaufte. Apple lieferte den iPod HiFi mit insgesamt 10 Adaptern aus, damit Nutzer unter anderem ihre verschiedenen iPod-Generationen damit verbinden konnten. Die Akkulaufzeit war aber ziemlich schlecht, der Akku reichte gerade mal für ein bisschen mehr als 2 Stunden. Für Partys war das Ding also nicht wirklich geeignet, zumindest nicht für lange Partys. Ein Jahr später wurde die Musikbox dann auch schon wieder eingestellt, das Ding war einfach viel zu teuer. Ein ähnliches Schicksal erlitt ja auch der HomePod, den Apple ursprünglich für 349 US-Dollar verkaufte, bevor das Unternehmen den smarten Lautsprecher dann auf 299 US-Dollar reduzierte. Auch der HomePod ist mittlerweile nicht länger im Apple Store zu kaufen. Der HomePod Mini ist ja aber deutlich erfolgreicher, sogar so sehr, dass Apple den kleinen HomePod Mini in bunten Farben herausbringt. Ja, das waren 5 Apple-Produkte, die leider gefloppt sind. Kanntet ihr schon welche davon? Welches davon würdet ihr heute gerne mal ausprobieren? Schreibt es mir mal unten in die Kommentare. Danke fürs Einschalten, mach's gut, bis zum nächsten Video.